Hi, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe vor einiger Zeit einen Vergleich gestartet auf ASOS und zwar habe ich normale Klamotten bestellt und welche aus der Petite-Kollektion. Denn die Petite-Kollektion hat den Vorteil, dass sie für kleine Menschen ist und jedes Klamottenteil ungefähr 3 cm kürzer ist. Und da habe ich einfach mal so geschaut als kleiner Mensch, welche der beiden Kollektionen für mich, für meinen Körper am besten passt. Ob Petite tatsächlich bei meiner Größe von 1,58 wirklich besser ist oder ob ich doch manchmal auf die normalen Klamotten zurückgreifen sollte. Und da habe ich jetzt wieder einen neuen Vergleich mit echt interessanten Klamotten für euch und würde sagen, lasst uns starten. Beginnen wir als allererstes mit einem Latzrock. Ich trage persönlich Latzkleider und Latzröcke richtig gerne, weil man ist quasi schon fast angezogen, man kann ein chilliges Oberteil drunter tragen, man sieht halt einfach richtig stylisch aus. Und hier könnt ihr sehen, das ist so ein Latzrock, der einfach komplett schwarz ist, hat einen dünnen, wirklich so sweaty Stoff und es sind halt ein paar super schöne Knöpfe daran, sodass das Ganze halt auch hochwertig aussieht. Ich vergleiche jetzt immer die normale Kollektion und danach die Petite-Kollektion, deswegen fangen wir zuallererst mit der normalen Kollektion an. Und ich muss sagen, der Rock passt wie angegossen. Also da habe ich überhaupt gar nichts dran auszusetzen. Der ist von der Länge echt richtig schön. Der saß hier oben an den Trägern total angenehm, weil je nach Busengröße oder Brustgröße sind natürlich die Träger enger oder lockerer. Und bei mir saß das halt wirklich alles einfach perfekt. Und auch an der Taille nicht zu weit, nicht zu eng, weil da muss man ja auch mal so ein bisschen drauf achten, gerade wenn das so ein Jersey-T-Shirt-Stoff ist, dass das vielleicht irgendwann ausleiern könnte. Das war da auf jeden Fall nicht der Fall. Anschließend habe ich dann den Petite-Latzrock anprobiert und ja, was soll ich sagen, es war ein bisschen kritisch. Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass die Teile aus der Petite-Kollektion ungefähr 3 cm kürzer sind. Es gibt da ja auch noch die Tall-Kollektion, da sind die Sachen 3 cm länger als aus der normalen Kollektion, aber dadurch, dass ich halt nur 1,58 groß bin, ist halt für mich die Petite-Kollektion einfach interessanter und dieser Rock hätte durchaus ein bisschen länger sein können. Also der war mir persönlich viel zu kurz. Ich habe den genau an die gleiche Taillenstelle gesetzt wie den aus der normalen Kollektion und der saß, also ich habe mich gefühlt wie so ein Highschool-Mädchen aus diesem ganzen Film, die immer ihre Röcke so hoch tragen, dass man quasi, wenn man Treppen hochgeht, schon die Unterwäsche sehen kann. Also überhaupt nicht mein Ding. Ich musste richtig aufpassen, wie ich mich in der Kamera bewege, dass der Rock nicht irgendwie was zeigt, was er nicht zeigen soll. Und deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, da, bei dem Rock, würde ich auf jeden Fall eher zur normalen Kollektion greifen, statt zur Petite-Kollektion. Dann habt ihr euch unter meinem letzten Video in den Kommentaren gewünscht, dass ich auf jeden Fall jetzt mal Hosen ausprobieren soll. Und Hosen sind bei mir halt immer so ein riesiges Problem, weil ich einfach nie weiß, ob die mir passen. Ich habe einfach immer bei normalen Hosen, zum Beispiel von H&M, das Problem, dass die sich unten total aufstauen und ich dann da extrem viel Hosenstoff habe, was einfach, finde ich persönlich, nicht wirklich schön aussieht. Und ja, dann habe ich mal bei ASOS geguckt und habe eine schöne schwarze Mom-Jeans gefunden, also so grau-schwarz verwaschen und habe die aus der normalen Kollektion angezogen und war so, okay, die passt überall echt richtig gut. Wenn ich die unten so normal hatte, dann war die einfach bis zu meinem Knöchel. Es sah einfach aus, als wenn sie passen würde. Und es sieht aus, als hätte ich lange Beine, die ich tatsächlich nicht habe. Also da passt auf jeden Fall alles. Ich habe dann unten so ein Stück nochmal hochgekrempelt. Dann sah die auch noch richtig sommerlich und cool aus. Also da muss ich sagen, die passte oben perfekt, die passte unten perfekt, die passte von der Länge perfekt. Die war einfach perfekt. Anschließend habe ich dann die aus der Petite-Kollektion angezogen. Und ja, auch da muss ich eigentlich gar nicht so super viel zu erklären, denn die aus der Petite-Kollektion saß zwar oben auch perfekt, also eigentlich genauso wie die andere, logischerweise, weil ich habe die in zwei gleichen Größen bestellt und dann sollte sie ja oben gleich sitzen, eben nur in der Länge kürzer sein und die war viel zu kurz. Also die sah echt aus wie so eine absolute Hochwasser-Dreiviertel-nicht-gelungen-Hose, also echt überhaupt nicht richtig schön. Ein kleiner Tipp bei mir, von mir an euch ist, wenn ihr auch so Hosen sucht, schaut im Online-Shop, wenn die riesigen Models, die 1,80 groß sind oder so, die Hose ein bisschen über den Knöcheln tragen, dann wird sie bei euch ganz normal von der Länge her passen. Das ist immer so mein geheimer Tipp, wenn ich in Online-Shops nach Hosen schaue. Aber da an dieser Stelle muss ich tatsächlich auch wieder sagen, dass die Hose aus der normalen Kollektion viel besser saß als die aus der Petite-Kollektion. Was aber wirklich genau an meinem Tipp liegen könnte, eben weil die aus der normalen Kollektion das Model die über den Knöcheln getragen hat. Und das ist meistens so ein Zeichen dafür, dass sie dann bei kleinen Menschen einfach gut passen kann. Weitergemacht habe ich mit einem wunderschönen Crop-Oberteil für den Sommer. Ihr könnt hier sehen, es sieht einfach so schön aus. Es hat eine wunderschöne rosa Farbe, was ja sowieso einer meiner liebsten Farben ist. Und was ich besonders cool finde, ist, dass dieses Oberteil ein bisschen höheren Kragen hat. Das macht es einfach irgendwie ein bisschen eleganter. Und die Ärmel sowie der Kragen und unten hat so eine Rifflung. Das sieht so ein bisschen nach so einer Welle aus. Und kurz an dieser Stelle,
Ich liebe das Oberteil vor allem, weil ich für meine eigene Modekollektion Kokori gedacht hatte, dass das Shirt mit dem Ocean Girl drauf, also wo der Schriftzug Ocean Girl draufsteht, auch diese Wellen an den Ärmeln hat. Das hat dann alles leider nicht mehr so geklappt, wie ich das wollte, aber deswegen liebe ich jetzt dieses T-Shirt umso mehr. Und ich hatte das an aus der normalen Kollektion und ich muss sagen, es sitzt richtig gut. Es macht echt große Brüste. Also ich habe Flo das gezeigt und er war auf einmal so, oh hi, wo kommen die jetzt so her? Also nein, das Oberteil saß aber richtig gut, es saß schön eng und mir hat die Länge auch ganz gut gefallen. Also da kann ich überhaupt gar nichts dran aussetzen. Und aus der Petite-Kollektion muss ich genauso sagen, es saß perfekt, es saß richtig gut. Allerdings war das Oberteil deutlich kürzer. Also das aus der normalen Kollektion ging mir so über den Bauchnabel und das aus der Petite-Kollektion ging mir unter die Brüste. Also da waren auf jeden Fall diese 3 cm Stoff quasi zu sehen, was bei der normalen Kollektion da war und dann bei der Petite-Kollektion fehlte. Ich finde, ich kann da gar nicht genau sagen, welches ich besser finde, weil das ist reine Geschmackssache. Ich muss euch aber sagen, ich habe das aus der normalen Kollektion wieder zurückgeschickt, weil ich das kürzere Oberteil einfach persönlich schöner fand und besser kombinieren konnte. Gerade auch so, wenn man das jetzt gemeinsam mit der Hose anguckt im Styling, finde ich einfach irgendwie, das kurze sieht besser aus. Aber an der Stelle möchte ich überhaupt keine Wertung abgeben, weil bei diesem T-Shirt kann ich gar nicht sagen, was ich besser finde, denn beide waren echt schön. Dann dachte ich mir, probier doch einfach auch mal Pullis aus, auch wenn jetzt der Sommer immer näher kommt und wir diese Woche ja schon richtig schönes Wetter hatten, kann es ja auch im Sommer abends immer ein bisschen kühler werden und so ein cooler Hoodie ist da doch auch ganz gut. Und in der normalen Kollektion habe ich diesen schönen Hoodie gefunden und ich fand den echt ganz cool mit diesen Knöpfen unten und der saß einfach am Model auch echt richtig schön. Ich habe den aus der normalen Kollektion dann angezogen, muss leider sagen, der sah aus, als wäre der aus der Jungsabteilung gewesen. Also da war überhaupt nichts Figurbetontes dran und ich habe meine Größe genommen, die ich immer in Pullis nehme, also jetzt auch nicht darauf geachtet, dass es super oversized ist, sondern dass er einfach normal sitzt. Und ich muss leider sagen, das sah also absolut Panne aus. Das war einfach nur ein großer, weiter Pulli, der jetzt nicht unbedingt irgendwie für Form und Figur gesorgt hat. Im Gegensatz zur Petite-Kollektion. Da fand ich nämlich, der hatte eine ganz schöne Länge. Der saß so ein bisschen cropped und sah einfach ein bisschen cooler aus. Der sah in dem Fall jetzt auch weiblicher aus, weil er auch so ein bisschen eben der Figur geschmeichelt hat. Und da muss ich wirklich sagen, diese 3 cm in der Länge haben mega den Unterschied gemacht, weil der eine halt wie gesagt wie ein oversized Männerpulli aussah und der andere sah aus wie ein cooler Crop-Pulli für Frauen. Und da muss ich tatsächlich sagen, würde ich den Punkt dem Crop-Pulli für Frauen geben. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, wenn ihr halt guckt, was ihr haben wollt, wollt ihr jetzt einen Oversized-Pulli haben, dann würde ich behaupten, geht lieber in die normale Kollektion. Wenn ihr aber sagt, okay, ihr wollt so ein bisschen cropped haben und ein bisschen figurbetonter, würde ich halt an eurer Stelle, wenn ihr ein kleiner Mensch seid, zur Petite-Kollektion eher greifen. Kommen wir zu einer weiteren Hose und die ist dieses Mal wirklich komplett tiefschwarz und ich fand sie, als ich sie im Onlineshop gesehen habe, echt richtig cool, denn am Model saß die einfach so aus, also das erste, was mir eingefallen ist zu dieser Hose, ist Piratenlook. Ich fand einfach, die sah so cool aus, die sah sehr figurbetont aus und nach unten hin so weiter und dann diese Fransen. Das war einfach echt cool und hat mir gut gefallen. Ich habe sie auch da wieder bestellt und in der normalen Kollektion muss ich sagen, geht gar nicht. Also ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde, die ist überhaupt nicht figurbetont. Das sieht so aus, als hätte ich so unförmige Hüften irgendwie. Vielleicht passt das Oberteil jetzt auch nicht, aber ich schieb's mal auf die Hose. Und dann sieht's halt unten echt übel aus. Also ich weiß, dass Schlaghosen wieder modern sind. Ich kann mich damit noch nicht so wirklich anfreunden, aber das sieht doch echt Panne aus. Bei der Petite-Kollektion sah das Ganze schon wieder so ein bisschen anders aus. Ich finde zwar auch, dass die nicht so ganz förmig ist, aber da sieht man auch wieder deutlich, diese 3 cm wurden weggelassen. Die Hose sitzt dieses Mal besser vom Schlag her, also die würde ich anziehen. Gefällt mir persönlich vom Style aber auch nicht 100% gut, also ich denke, ich werde die auch wieder zurückschicken und gar keine von Normal oder Petite nehmen. Aber die, muss ich schon sagen, sitzt auf jeden Fall eindeutig besser in der Länge als die andere. Trotzdem gefallen mir beide jetzt nicht so, aber den Punkt würde ich hier trotzdem der Petite geben. Ja, und dann etwas ganz, ganz Interessantes. Ich wollte auch wieder einen Jumpsuit mit reinnehmen, weil der letzte Jumpsuit ja nicht so der Burner war. Und dachte ich, okay, probierst du es nochmal. Interessanterweise hat er sogar fast die gleiche Farbe wie beim letzten Mal. Aber dieses Mal ist das so ein ganz lockerer Jumpsuit. Und ich fand den an dem Model irgendwie cool, weil ich dachte, hey, so im Sommer, wenn es warm ist, hast du was richtig luftig Lockeres an. Das kann ganz cool sein. Ich hatte den aus der normalen Kollektion an. Und ja, was soll ich darüber erzählen? Ich sah aus wie ein Clown, würde ich behaupten. Also der war viel zu lang. Ich bin ständig draufgetreten, was unfassbar nervig war, weil ich halt flache Schuhe anhatte. Und dann musste ich halt immer gucken und habe mir das immer wieder runtergerissen und so. Das war einfach total blöd. Obenrum saß er gut. Von der Länge her, sag ich mal, wie er im Schritt abgeschnitten ist, war er auch echt in Ordnung. Der saß sogar eher oversized.
Das Einzige, was ich sagen muss, was ich halt nicht so cool fand, ist die Rückseite, weil der Ausschnitt so, so tief saß, dass ich nicht mal eine Möglichkeit gehabt hätte, einen tief sitzenden BH anzuziehen. Ich weiß, jetzt sagt ihr wahrscheinlich so, ja, dann zieht gar keinen BH an. Ich persönlich fühle mich aber bei meiner Brustgröße nicht wohl, wenn ich keinen BH in Klamotten trage. Und deswegen muss ich sagen, der saß mir dann einfach zu locker, weil hätte ich keinen BH angehabt, dann wären meine Brüste ja quasi überall hingeflogen. Wisst ihr, was ich meine? Kommen wir jetzt zur Petite-Kollektion. Und auch das war ganz interessant, weil ich muss sagen, der sitzt jetzt von vorne erstmal wirklich gut. Also der hat unten die perfekte Länge. Ich trete nicht drauf, ganz im Gegenteil. Und der sieht obenrum eigentlich auch ganz gut aus. Der ist auch hier am Dekolleté wirklich schön. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass ich da wieder aufpassen musste, weil er von der Oberkörperlänge ein bisschen kürzer war. Also wenn ich zum Beispiel jetzt so machen würde, dann würde man immer diesen Abschnitt im Schritt sehen. So wie ihr bei meinem letzten Video meintet, das nennt sich ja Camel Toe. Also quasi von einem Kamel die Füße sind ja so, dass wenn im Schritt ein Oberteil zu eng sitzt oder ein Unterteil, das sieht dann so aus wie der Fuß von einem Kamel. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall muss man da auch wieder richtig aufpassen. Auf der Rückseite war das wieder genau das Gleiche. Der Ausschnitt war auch wieder groß, allerdings ist es hier so, ich hatte jetzt einen super unvorteilhaften BH an, aber wenn ich so einen BH mit einem ganz, ganz tiefen Rückenausschnitt an hätte, würde das wirklich funktionieren bei dem Oberteil. Ich glaube aber, dass mein Popo zu groß ist für den Jumpsuit, denn auch da war das irgendwie alles wieder so ein bisschen enger und das hat ein bisschen eingeschnitten und ich glaube, da werde ich auch keinen von nehmen, weil beide jetzt nicht so ganz so wirklich förmig waren. Der eine war viel zu groß, der war so hier und da ein bisschen zu zwickig. Also das hat mir auch nicht ganz so gut gefallen, wobei ich eher, glaube ich, den Punkt dem Petit-Ding geben würde, weil wenn ich mich jetzt nicht gerade hier so bewege, dann würde es ja funktionieren. Also ich muss echt sagen, das ist mittlerweile einer meiner liebsten Videoformate und ich finde es auch sehr interessant, dass viele von euch gar nicht so super groß sind. Also ihr könnt gerne mal hier oben rechts abstimmen, wie groß ihr seid, ob ihr irgendwie unter 1,60 seid, über 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, vielleicht 2 Meter, wer weiß. Das würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Falls ich noch weitere Sachen testen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne Links schicken bei Instagram, wo auch immer. Auf jeden Fall könnt ihr hier aber jetzt erstmal bei meinen letzten Videos vorbeischauen, mich natürlich auch sehr gerne abonnieren und ich verabschiede mich erstmal. Ciao!